Tja, meine Damen und Herren, willkommen im neuen Jahr und willkommen zu einer weiteren Top-10-Liste. Heute Desert Eagles. Wer ein richtiger Macher ist, der weiß vielleicht noch, was bei der letzten Liste so auf den einzelnen Plätzen war. Mal schauen, wie sich diese neue Liste jetzt anstellt im Vergleich zur alten. Legen wir los mit Platz 10 und der Information, dass diese Skins, so wie sie sind, eben auf Skin Baron erhältlich sind und auch die Preise auf Skin Baron am Stiesel sind. Also, ran da! Auf Platz Nummer 10 haben wir einmal die Desert Eagle Midnight Storm für 15 Euro. Ich werde die Preise einfach ein bisschen abrunden, beziehungsweise aufrunden, immer auf den festen Preis. Ja, für 15 Euro erhältlich, lecker Teilchen, die Farben sind sehr, sehr nice. Es war übrigens generell schwer, diese Liste zu machen, weil es halt gerade bei den Deagles wieder so viel, oder was heißt wieder, generell so viele Skins gibt, dass ich da für diverse Plätze gerne mehrere Skins ausgewählt hätte, aber ich muss mich ja dann doch für einen entscheiden. Und ja, es ist für Platz 10 dieser Skin hier. Schönes Teil, der Sticker gehört übrigens nicht dazu. Auf dem 9. Platz liegt die Desert Eagle Trigger Disziplin für 50 Cent Schnapperl. Und gerade eben, wenn man hier auf dieses Rosa steht, ist das natürlich so ein bisschen auch so ein bisschen wie die Blaze oder generell wie die Sachen, auch die Oxid Blaze vorne mit den Flammen, nur halt in Rosa. Ne? In Joghurt, sag ich mal, in Joghurtfarben. Auch die Akzente mit dem Blau, sehr, sehr schön. 9. Platz, 50 Cent, wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal reingönnen. Und gerade eben hatte ich es ja von ihr auf dem Platz Nummer 8, die Blaze. Wirklich geiles Teil, mir gefällt der Skin sehr, sehr gut. Und er könnte auch weiter oben sein, wenn er noch ein bisschen mehr hätte. Also, das hier vorne, ultra sweet, richtig geil. Aber hier ist es so nackt. Zu nackt. Ich weiß, richtige Fans von dem Teil sagen, genau deswegen gefällt es ihnen ja auch so gut. Hinten noch mit den leichten Andeutungen der Flammen, die weitergehen, das war's. Aber mir fehlt da irgendwie noch so das gewisse Etwas, um sie zum Beispiel auf den 5. oder 4. Platz pressen zu können. Sehr geiles Ding. 530 Euro, glaube ich. Ja, so plus minus auf Minimal Wear. Ja, sehr, 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 sehr teuer. Auf Platz Nummer 7 liegt die Sunset Storm. Für 225 Euro ist es schon wirklich richtig nice. Guck mal, da hockt Sneedle drin. So ein bisschen wie der 10. Platz, nur in Rot. Und hier gefällt mir das Teil einfach nochmal ein bisschen besser. Wobei ich ja früher eigentlich immer gesagt habe, Rot gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt übrigens noch einen anderen Skin und eine andere Ausführung davon. Und zwar auch die Sunset Storm, nur ohne Sneedle. Oder sich woanders versteckt. Ich weiß nicht, ob das hier auch eine Pattern-Sache ist. Aber ja, also wenn ein richtig roter Skin, dann kann man hiermit schon was machen. Der Preis ist halt wirklich, ja, Schmackofazzi mit, wie gesagt, so 225 Euro NFT. Da muss man halt wirklich gucken, ob es einem wert ist, das Teil. Aber ich finde es ja sehr sweet. Auf dem 6. Platz hat sich die Fennec Fox niedergelassen für 200, was habe ich eben geguckt, 25 Euro oder was? 217 Euro ist es schon wirklich. Das ist schon also jede Menge Geld für einen Deagle-Skin, wobei es generell viel Geld ist, egal für welchen Skin. Ich denke, hier muss man aber nicht großartig viel erklären, warum der jetzt zum Beispiel bei mir auf dem 6. Platz liegt. Das ist echt ein leckeres Teil. Könnte auch noch ein bisschen höher, aber wie gesagt, ich musste mich dann wiederum bei anderen Plätzen für Skins entscheiden und dann ist er halt jetzt doch wiederum nicht so krass. Nicht so krass, aber schon hot. Auf dem 5. Platz liegt die Mecha Industries und das ist halt einfach so ein All-Time-Banger. Also die Skin-Reihe Mecha Industries ist generell oder sind generell sehr schick. Also noch die mit der M4 dabei und so weiter. Also ja, gibt's auch schon eine ganze Weile. Kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Gerade eben dieses Weiß und diese paar orangen Akzente, die da noch mit reingestreut sind. Sehr, 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 sehr lecker und die angedeuteten Kugeln auch da drin. Lecky schmecky. Und für 4 Euro unschlagbar eigentlich. Wirklich. Also, ich habe den Preis hier eigentlich nicht hineinzählen lassen in diese Liste. Also, mir ist es egal, ob das Ding billig ist oder teuer oder wie auch immer. Ich mache das nur nach dem reinen Aussehen und wie es mir eben gefällt. Aber natürlich ist es nochmal ein Riesenvorteil, dass man hier jetzt sogar auf einem 5. Platz doch so günstig, ja, wegkommt, ne? Sodele, und für 25 Euro schlägt die, ich sag mal, rote Schwester der Mecha Industries zu, und zwar die Code Red. Auch nochmal richtig krass, hier auch ein schöneres Rot als jetzt bei der, was war, Sunset Storm, glaube ich, also weil es einfach kräftiger ist und heller. Und ja, also ähnlich eigentlich wie die Mecha Industries, ein Skin, den man auch schon eine ganze Weile kennt und der halt richtig, richtig reinscheppert. Somit bleiben nur noch die vorderen 3 Plätze übrig. Ihr könnt also hier wie immer raten und in die Kommentare schreiben, was da wohl bei mir auf den Top 3, 2 und 1 Plätzen eben liegt. Natürlich könnt ihr eure eigene Liste auch in die Kommentare reinhauen, also Top 10, Top 5, Top 3, Top 1, wie auch immer, was ihr so im Kopf halt so rumwabern habt. Ich lege jetzt los mit dem 3. Platz und los!
Und da liegt die Printstream für 47 Euro. Richtig nices Teil für eine Black and White Collection oder eben auch für eine White Collection. Geht's natürlich auch, ne? Das Ding ist schon ziemlich weiß. Ich weiß nicht, ob es auch in eine Black Collection passen würde. Eigentlich könnte man das schon machen. Es ist halt sehr viel hell dabei, ne? Aber trotzdem auch eigentlich noch genug schwarz, dass man es reinpressen könnte. Sehr, sehr edles Teil. Weiter geht's, Platz Nummer 2. Für 11 Euro schlägt der zweite Platz zu Buche, und zwar die Komichu Dragon. Ich meine, dass die bei meiner letzten Top 10 auch ungefähr so gelegen hat. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir die Top 10 nicht mehr angeschaut. Also jetzt nicht irgendwie kurz vom Video kurz rein, von wegen, oh, mal gucken, was habe ich damals gesagt, was sage ich heute. Aber ich meine, dass die da auch schon recht weit vorne lag. Alleine der Griff macht das hier, also macht einiges her. Das ist ein sehr, sehr geiles Ding. Und ich selbst spiele sie eben auch schon ewig. Ich glaube, seit mindestens 3 oder 4 Jahren habe ich auf dem Main wie auch auf dem zweiten Account das Teil liegen. Und das ist halt einfach nach wie vor ein Banger. Aber jetzt kommt die Frage, was ist auf dem ersten Platz? Und zu guter Letzt, der 10. Platz, die Desert Eagle Ocean Drive für 17 Euro. Das ist schon wirklich, also ein geiles, geiles, geiles Teil. Ja, jetzt werden wieder einige sagen, was, das ist von und Fennec Fox nicht. Ich bin halt einfach nach wie vor, und ich glaube, das war schon immer so meine Ausrede, wenn ich irgendwas Ausgefalleneres weiter vorne hatte, oder ich sag mal vielmehr was Ausgeflippteres. Ich bin halt einfach ein Kind, was es angeht. Ich mag es, wenn es richtig schön bunt ist. Und da kann auch gern viel Lila und sowas mit dabei sein, viel Rot und so. Ich brauche jetzt nicht irgendwie diese männlichen, was weiß ich, Blau und Grün oder sowas, keine Ahnung. Sondern genau das hier. Oh, das ist auch mit diesen Outlines. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das fällt, wenn man sie spielt, gar nicht so sehr auf, aber diese Linien hier außen, das ist einfach nochmal ein bisschen nochmal oben drauf gesetzt. Sehr, sehr geiles Ding. So, das wäre es dann soweit wieder mit den Top 10s oder mit der Top 10 für die Desert Eagle gewesen. Die nächste, ich weiß gar nicht auswendig, was es wird, aber ich mache erst die ganzen Pistols durch und ich glaube dann die MPs, SMGs und so weiter und werde jede einzelne Wumme oder jede einzelne Waffenart angehen. Ich hoffe, ihr habt hier nach wie vor Spaß daran. Die Top 10 Videos, diese waren schon immer eigentlich recht beliebt, sage ich mal. Und es ist für mich halt auch echt eine sweete Sache, einfach ja, was zu produzieren. Gerade wenn eben viele neue Skins rankamen und über die letzten 2 Jahre kam dann doch zumindest ein bisschen was, auch wenn 22 nicht wirklich viel geliefert hat. Aber naja, immerhin Epis. Ja, also haut wie immer die Kommentare raus, ob es euch gefallen hat. Natürlich auch eure eigenen Top-10-Listen und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und natürlich, Leute, natürlich machen wir auch ein kleines Giveaway. Ist doch klar. Aber natürlich werden wir davor noch geschwind die Gewinne des letzten Giveaways ermitteln. Und zwar gab es ja eine AK-47 Slate für euch. Um an dem Giveaway teilzunehmen, musste man nur bei meinem vorhergegangenen Gamble-Video bei Daddy Skins seinen Kommentar mit dem Wort Slate noch aufhübschen oder eben noch irgendwas later zuschreiben. Wir jallern dann jetzt hier gemütlich rein. Ich könnte hier auf irgendwas filtern, auf den spezifischen Text, aber das mache ich wieder nicht. Falls jemand Slate falsch geschrieben hat, wäre das halt irgendwie dumm. Also natürlich ist es auch dumm, Slate falsch zu schreiben. Aber ja, wir gehen trotzdem so rein. Vielen Dank für 42 Kommentare. Kuss geht raus. Und der Gewinner der AK Slate, sofern er bei sich eben Slate im Text drin stehen hat, ist... Hä? Schon wieder Lauri? Ich bin gerade echt baff. Weil, also ich glaube, er hat jetzt noch gar nicht zweimal gewonnen. Er war nur der letzte oder vorletzte Gewinner. Wir hatten nämlich No Name und Anonymous. Und ich dachte, das wäre ein derselbe, weil ich halt No Name und Anonymous irgendwie, ne? Aber ja, es ist glaube ich, der letzte Gewinner oder der vorletzte. Also du alter Lacker, das gibt's doch gar nicht. 18 Minuten reine Verkostung von Jans, doch sehr bescheiden im Glück. Ich denke doch, dass diese Unterhaltung ein größer... Das freut sich natürlich sehr, klar. Der Slate-Skin wird auf jeden Fall saftig für den Gewinner. Du wirst es nicht glauben, du bist der Gewinner. Und ich gehe stark davon aus, dass du bereits... dein Trading hier drin stehen hast. Das ist schon mal gut. Schreib mir bitte trotzdem unter dieses Video hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. So von wegen, wow, ich habe schon wieder gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Und dann haue ich dir das Ding raus. Dein Trading ist, hoffe ich, nach wie vor aktuell. Ja, an alle, ich nutze hier den YouTube-Comment-Picker. Nur, dass ihr dann nochmal nachgucken könnt oder euch selbst überzeugen könnt. Also hier ist nichts jetzt irgendwie gerickt oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, es sind jetzt halt auch nur 42 und die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden, dass jemand halt mehrfach gewinnt, klar. Aber ich glaube, das gab es noch nie. Bei Twitch sicherlich. Auf Twitch haben wir das dann nochmal anders alles. Aber hier, zweimal hintereinander dann sogar zu gewinnen, das ist schon wirklich krass. Naja, okay, gut, aber wie gesagt, schreib bitte hier unter dem Video, ne? Pipapo. Und wie eben erwähnt, hauen wir jetzt auch noch ein Giveaway in dem heutigen Video raus, und zwar diese leckere Glock 18 Water Elemental. Wie man mitmacht, ist ganz einfach, ihr kommentiert einfach unter diesem Video. Es ist eigentlich egal, was ihr macht, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es, ja, vielleicht eine eigene Top 10 Liste oder Top 5 oder zumindest Top 3 oder irgendwas wäre, zumindest, damit, ja, damit ein bisschen Content im Kommentar steht. Ja, so, meine Damen und Herren, dann vielen, vielen Dank
fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Es gibt dann immer die richtig, richtig dicken Giveaways zu snacken. Unter anderem auch wieder ein neues Knife-Giveaway. Also rankommen, meine Damen und Herren. Kuss! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.